Vor euch ist eine Su 100. Nach der Seriennummer wurde die Maschine im März 1945 gebaut. Laufende Nummer 1669. Als wir uns an die Arbeit machten, war der Zustand miserabel. Von innen haben wir 2 Schaufeln Erde und Müll entfernt. Wir mussten uns beeilen, da es langsam Winter wurde, mussten wir mit Brechstangen die Erde zerstückeln. Die oberen Platten haben gefällt, Fahrrollen waren unterschiedlich, manche aus der Nachkriegszeit. Wir hatten das Glück, dass die Ketten noch dran waren. Wir haben sie circa 1 Kilometer weit ziehen müssen, die wurden also beweglicher. Dann konnten wir sie zerlegen und aufbereiten. Im Kampfraum gibt es eine Befestigung für die Pumpe, die Luft in die Treibstofftanks pumpt. Die Befestigungsbuchsen wurden scheinbar abgeschnitten und neu angeschweißt, also waren die an der falschen Stelle. Manche Schweißnähte waren fehlerhaft, in Eile gemacht worden. Es bedeutet, dass in der schweren Zeit keine qualifizierten Kräfte mit dem Bau beschäftigt waren. Kinder und Frauen standen an den Maschinen. Sie konnten nicht gut mit den Schweißgeräten umgehen. Also nehmen wir an, und die Ausführung bestätigt es nochmal, dass die Maschine zur Kriegszeit gebaut wurde. In den Kriegsjahren mit diesen Selbstfallerfäden Su 100 wurde die Selbstfallerfäden-Regimente bestückt, jeweils 16 Stück. Sie wurde in etwa im Januar 1945 zum ersten Mal eingesetzt, in Ungarn am Balatonsee, dann beim Zerschlagen der 6. SS-Armee. Die Rote Armee wurde zu der Zeit sehr stark und konnte quasi alle gestellten Aufgaben bewältigen. Wir haben sie komplett zerlegt, haben die Ketten, Fahrrollen und die Schwingen abgebaut, Kanone und die Schutzplatten demontiert. Wir kamen zu dem Entschluss, dass manche Teile ausgetauscht werden müssen. Wir werden 2 Typen von Fahrrollen einbauen, geschweißte und gegossene. Das Problem dabei ist, dass die geschweißten Rollen mit einer Flex geputzt werden können, aber die gegossenen nur per Hand mit einer Feile. Das bedeutet ein ganzer Tag pro Rolle. Ich glaube, dass er bei der Formel 1 im Boxenstopp gearbeitet hat. Ist das ein sowjetisches Kugellager? Ja, ist ein sowjetischer. Wichtig ist, dass es keine Druckstellen gibt. Wenn ein Panzer auf einer Stelle steht, gibt es unter den Kugeln Roststellen, wenn dort kein Schmierstoff ist. Dort gibt es dann Schalen, das tötet das Kugellager. Wir probieren es jetzt auf die Welle zu montieren. Wenn er gut geht, lassen wir den. Der Ansatz ist hier, die 4 bis 5 cm. Die Lagerstelle ist aber hier. Hier wird es schwieriger gehen. Etwas Rost gibt es außen, aber das heißt noch nichts. Wichtig ist, dass es im Inneren keinen Rost gibt. Dass es so laut ist, bedeutet, dass es keinen Schmierstoff innen gibt. Gleich mit der Hand einschmieren. Du siehst, es gibt eine gute Schicht und die kannst du nach innen reindrücken. Das geht nicht mit dem Eisen. Auf der rechten Seite blieb eine Fahrrolle, die wir nicht montieren konnten. Wir quälten uns lang. Letztendlich haben wir ein sowjetisches Kugellager gefunden und die Fahrrolle passte. Die restlichen Kugellager sind alle ungarischer Herstellung. Wir haben versucht, alle ursprünglichen Kugellager wieder einzusetzen. Dabei mussten wir viele davon überholen. Wie viel wiegt eine Fahrrolle? 180 Kilogramm. Zusammen mit der Schwinge sind es ca. 270 Kilogramm. Momentan hängt die Schwinge tief und 2 Männer schaffen es, aber wenn die 10 cm hoch wären, dann müssten wir zu dritt ran. Wir nutzen immer die Jungen, weil sie noch Kraft haben. Wir haben noch etwas Gesundheit und wie immer, die haben es nicht gecheckt, wie sie richtig reinkommen. Beim dritten Mal klappt es dann.
Diese Selbstfahrlafette wurde auf der Basis des T-34-Panzers gebaut. Das ganze Fahrwerk, Motor und Getriebe, Steuerung, alles vom T-34. Sie ist sehr mobil. Sie hat gute Fahreigenschaften. Wenn man ihre Konstruktion kennt, schwer gepanzerter Kampfraum, 100 mm Kanone, sie war frontlastig. Daher wurde die Federung der vorderen Fahrrollen verstärkt durch bestimmte technische Lösungen. Lächeln nicht vergessen, so schwer ist es nicht mehr. Die Schwingen aus dem Jahr 1942 sind etwas länger, weil die ersten von 1940 und 1941 war der Durchmesser gleich dem hier. Daher ist es manchmal beim Zusammenstoß mit einem Baum gebrochen. Da gab es viele Beschwerden und es wurde dicker gemacht. Auch in der Wanne war hier eine dünnere Öffnung früher. Dann wurde sie größer gemacht und die Schwinge verdickt. Dann brach sie nicht so leicht. Wenn man solche Teile zerlegt, erfährt man solche Details. Sie hatte keinen Motor und kein Getriebe. Den Motor fanden wir an der Stalinlinie. Er ist nicht neu. Er wurde general überholt, die Armee hat ihn gespendet. Zur alten Sowjetzeit wurde alles qualitativ gemacht. Wir wussten, dass der Motor funktionieren wird. Eine Baugruppe haben wir schon verbaut. Passt nicht. Wowa, was? Du hast es zerlegt. Wo ist noch ein Gelenk? Hier, auf dieser Welle kommt ein Gelenk drauf. Wo ist er? Irgendwo ist er. Bleibt nur noch zu finden. Das wird so verbaut. Mach zuerst die Pedalen rein. Such du mal dein Gelenk, sonst gibt's was. Motor wie auf dem 34er. Reibungskupplung ist auch die eigene. Nein, der Kühler ist nicht der originelle. Originelle Kühler sind schwer zu finden. Wir haben den maximal passenden gesucht. Der Motor hat 12 Zylinder und 500 PS Leistung. Daher braucht er entsprechende Kühlung. Also fanden wir zwei Kühler, von denen jeder auf eine Zylinderreihe passt. Also passt er. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Arbeit fertigzustellen. Zwei Tanks, jeder fast 90 Liter, wird aber mit nur 40 betankt. Bis zu dieser Höhe von dem Kreis wird gefüllt. Den Tank haben wir schnell eingebaut. In Wirklichkeit ist das nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen jetzt Holzspreizen machen. Wenn wir auf Stahl machen, rosten sie und die Füllung läuft aus. Deswegen machen wir aus Holz die Spreizen, um den Tank von der Stahlwanne wegzuhalten. Sanja, soll ich anheben? Nein, er geht gleich von alleine hoch. Wir haben den Motor jetzt eingebaut. Es ist nicht so einfach. Jetzt müssen die Achsen flüchtig werden. Flüchtig senkrecht und waagerecht. Wir haben spezielle Scheiben zum Unterlegen und Angleichen. Wichtigste Frage ist, ob er anspringt. Bevor man sie anlässt, muss man mit der Pumpe Öldruck im Motor aufbauen. Der Anlassknopf reagiert nicht, wenn man die Pumpe nicht startet. Für den Fall, dass jemand ohne Öl den Motor starten will. Der Motor war einkonserviert. Bis die alten Ölreste ausgebrannt sind, hat man echte Schwierigkeiten. Nach der Anleitung soll der Start erfolgen, wenn der Öldruck 2,5 bar erreicht. Nur dann. So probieren wir.
Beim ersten Start in der Garage sind alle rausgerannt. Starke Rauchentwicklung durch die alten Ölreste, bis das Ganze ausgebrannt ist. Wenn der Motor läuft, ist es die halbe Miete. Er kann drin bleiben. Zu unserer Garage wurde sie gezogen. Dadurch mussten wir die Ketten nicht mehr zerlegen und aufbereiten, um sie beweglich zu machen. Das wäre die aufwendigste Arbeit. Bei jeder Restaurierung ist das die nervigste Arbeit überhaupt. Wenn wir an die Ketten denken, werden wir gleich alle nervös. Wir werden gleich sehen. Etwas Standgas geben. Lass sie etwas arbeiten. Sie läuft erstmal etwas, raucht alles raus. Es kann sein, dass ein Kolbenring etwas klemmt, bis es warm wird. Dann wird es normal funktionieren. Der Motor soll etwas 2 Stunden laufen. Dann wird es passen. Dann mit Öl und dass der Motor selber warm werden. Wie auch beim 34er ist die Gangschaltung etwas schwierig. Besonders der erste Gang, wenn der Leerlauf nicht stimmt. Mit beiden Händen muss man ran. Aber wenn er erstmal drin ist, dann... Aber erfahrener Mechaniker kann den Standgas regulieren und die Drehzahl passend einstellen. Dann geht der Gang viel leichter rein. Die Durchschnittsgeschwindigkeit im Gelände konnte bis zu 35 km/h erreichen. Höchstgeschwindigkeit bis zu 55 km/h. Kanone 100 mm D10S wurde im Aufbau montiert. Der Aufbau dreht sich nicht, deswegen muss man die Wanne drehen, um zu zielen. Jedoch die Kanone selbst ließ sich etwas drehen. Waagerecht 8 Grad und senkrecht 5 Grad nach unten und 18 Grad nach oben. So konnte man genau das Ziel anvisieren. Die 100 mm Kanone konnte auf einer Distanz bis zu 1000 Meter sehr leicht die 100 mm Panzerung vom Tiger durchschlagen. Mit der panzerbrechenden Granate. Diese starke Kanone wurde nach dem Krieg auf die T-54 Panzer verbaut. Sie funktioniert, dreht sich nach links und rechts, was will man mehr? Wir müssen noch die Schutzbleche anbringen, die Zusatzkettenglieder, die auch als Zusatzschutz genutzt wurden. Dann fahren wir noch etwas rum, um zu sehen, ob alles glatt läuft, das jetzt 4 Zusatztonnen hat. Wir müssen mit verschiedenen Drehzahlen etwas rumfahren, im zweiten und dritten Gang. Danach ist die Arbeit beendet. Die Maschine wird übergeben. Danach, je nachdem. Sie sieht auch sehr ästhetisch aus. Eine der hübschesten von vielen Panzern der Roten Armee. Sie wurde quasi aus dem Schrottzustand wiederhergestellt. Sie war reif zum Einschmelzen. Die Jungs haben aus ihr ein Spielzeug gemacht, haben ihr ursprüngliches Aussehen wiedergegeben. Nicht nur äußerlich, sondern Motor und Getriebe, die Bewaffnung, funktioniert alles. Die ganze Maschine fast im Originalzustand. So sehen die Menschen, was in den schweren Kriegsjahren erschaffen werden konnte. Eine große Freude, noch eine Maschine, die man Menschen zeigen kann, auch für Nachstellungen oder für die Parade am 9. Mai und am Tage der Unabhängigkeit von Weißrussland. Für mich ist es eine große Freude und Inspiration. Alle, die mitgearbeitet haben und die Maschine in einen funktionierenden Zustand gebracht haben, kann man einen riesengroßen Dank aussprechen.